Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Verleihung vom InnoPrize Oba 2010 hier im schönen Stadttheater in Olten. Mit dem InnoPrize Oba haben wir eine ausgezeichnete, eine bühnenreife Leistung von einer Projektinnovation im Kanton Solothurn auszeichnen. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich unsere Einladung angenommen haben und heute Abend hier in Olten mit uns verbringen. Vielleicht mal ein kurzer Einblick in die Swiss. Wir sind mittlerweile wieder ein Team von 7500 Mitarbeitenden. Da fängt eigentlich schon heutzutage Innovation an. Wir sind glücklicherweise wieder unter den ersten 10 besten Arbeitgebern, auch bei Studienabgängern. Das hilft natürlich. Die Auswahl der Projekte, die ist ja nie leicht. Wir wollen mit unserem Preis ja einen Beitrag leisten zum Durchsetzen von einer Innovation. Und die Innovation ist meistens ein Projekt. Die Spannung steigt. Herr Hermann Blumer, bitte schön. Sie haben das Wort. Der Name bleibt geheim während dieser Laudatio. Und das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Die hat zu tun mit Substanz, mit Instrument und mit Elektronik. Der InnoPrize Oba 2010 gewinnt der Wood Flex 32 von der Firma Wood Unlimited in Gerlafing. Sieht man, wie die Bearbeitung vor sich geht. Der Roboter tut nicht nur bearbeiten, sondern macht auch das Handling von den Teilen selber. Tut die, wenn sie tut sich das Material selber holen und tut sich nachher das Ganze so abstapeln. Wie setzt ihr den Preis ein? Wir möchten gerne in unserem Roboter lernen schauen, also eine Kamera draufsetzen, die kann selber erkennen kann, wo die Stücke liegen, wie das es liegt. Dann kann er es selber greifen. Klare Vorstellungen, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war ein toller Anlass, ein würdiger Anlass. Ich freue mich jetzt aufs Apéro, Smalltalk, auf Networking. Das gehört natürlich auch dazu. Es ist ein schönes Gefühl, den Preis haben wir zu haben, weil es zeigt, dass wir vielleicht auf einem guten Weg sind. Wir haben ein innovatives Produkt. Holzbau liegt hier im Trend. Ich denke, dass wir einfach sehr viele Faktoren erfüllt haben, die auch gefragt waren. Der Preisträger von diesem Jahr, die Woodflex, das fasziniert mich vor allem, weil es eine Kombination ist von ganz verschiedenen Fähigkeiten. Die Verbindung von bodenständigen Werkstoffen mit vollautomatisierter Technologie, das ist extrem innovativ. Ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Ich wünsche den beiden Herren viel Glück. Das ist eine ganz tolle Geschichte und ich bin beeindruckt, sehr beeindruckt. Wenn der Tom meine Hand gesagt hat, dass ich eigentlich aus einem Zimmereibetrieb aufgewachsen bin, freut mich natürlich auch, dass ein Hölziger gewonnen hat.